Willkommen zurück, meine Habibis. Und nein, das heißt nicht Schatz, wie andere wahrscheinlich denken werden. Das heißt auch Kumpel und Freunde und sowas. Also, Freunde, Situation. Status unbekannt. Keine Meldung von den beiden Teams und die Vitalwerte-Monitore des vier Teams sind offline. Interferenzen verhindern Satellitenaufklärung. Mission. Überlebende Einsatzagenten sollten versuchen, zu einem gemeinsamen Treffpunkt zu kommen und das Einsatzgebiet zu verlassen, bis Verstärkung eintrifft. Treffen Sie sich mit Jankowskis Team. So, machen wir doch glatt. Kollege. Abby Gates. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas abzustauben gibt. Ich glaube aber nicht. Wollen wir eigentlich gar nicht danach suchen. Eingehende... Hallo? Eingehende Übertragung irgendwie am Arsch. Die fangen an zu schießen. Hilfe. Halt die Schnauze, Junge. Deine Mutter. Deine auch. War doch einfach, oder? Wir haben natürlich direkt in ihre Waffen aufgenommen. Normalerweise würden wir die auch direkt anlegen. Aber ich habe diese schwule Funktion deaktiviert, zum Glück. Weil mir das auf den Piss geht, wenn er mal automatisch die Waffen wechselt. Gibt's hier irgendwas abzustauben? Nö. Jiii. Das ist ja eklig, mein Gott. Was ist das hier für eine Rinderwiederverwertung? Ah, hier wollte jemand das Telefon benutzen. Hallo? Hallo, sind Sie da? Na, no. Das ist doof, ne? Was haben wir hier? Nichts, alles klar. Nur ein Medipack. Braucht keine Sau. Ah, gut. Dann gehen wir doch mal jetzt hier vorsichtig hoch. Vor allem vorsichtig, wie wir so reinrennen. Jetzt zeige ich euch mal, wie die einmal hier jemand runtergeschmissen hat. Und zwar genau so. Ja, sinnbildlich super erklärt, oder? Ja. Arschloch. So. Tür auf, bitte. Danke. Und jetzt, einige werden sich bestimmt aufregen. Oh mein Gott, du verbrauchst so viel Munition. Bist du doof, Mann. Wir kommen nicht durch. Ja, lasst, bleibt mal locker, Freunde. Oh, triff doch mal. Wir kommen hier garantiert durch. Irgendwann. Gib mir einfach 1000 Versuche, dann klappt das schon irgendwie. So, wen darf ich jetzt aufs Maul hauen? Niemanden, oder? Checkpoint. Schade, der andere Drecksack hat sich versteckt. Aber den ignorieren wir doch einfach mal und gehen jetzt hier so lang. Ah, ich bin zu fett, um da durchzukommen. Schade. Komisch, aber dass sie nicht hierher kommen, oder? Hier ist einer. Hm, Freunde. Dann bleiben wir doch mal da vorne. Ja, dann bleibt mal da. Oh ja, das war eine gute Idee. Aua, Alter! Wer hat jetzt auf mich geschossen, Mann? War das der Stromkasten, der mir so viel Schaden gemacht hat? Guck mal, wie schnell der Dreck. Guck mal, wie schnell die Drecksäcke abhauen, Alter. Von hinten kommen, ja? Von hinten kommen? Von wie eine Nutte? Nee, nee. Oh, oh. Alter, ich bin gleich tot! Was? Das ist mir noch nie passiert. Sorry, Freunde, das habe ich schlecht geplant. Schlecht getimt vor allem. Da vorne links müsste einer sein. Den holen wir uns mal gerade. Yeah, bitch. Die Scheiße ist, dass uns auch die Munition noch trifft, wenn die halt gerade mal sterben, ne? Jetzt geht's Max Payne, Junge. Bam. In your ass, bitch. Wir sind so gut, oder? Ich würde mal fast behaupten, wir sind gut. Na, mal kurz gucken, ob hier irgendwas kommen möchte. Haha, doppeldeutig, komm, doppelt kommen. Ach, egal. Ist nicht witzig. Das ist Kinderhumor. Stimmt, Freunde, stimmt. Kaputt. Passiert. Was ist denn das überhaupt? Wieso waren das andere kaputt? Keine Ahnung. Okay, was geht hier ab? Was geht hier ab? Das gefällt mir nicht. Aber noch macht das Spiel ja Spaß, weil noch habe ich keine Angst. Kann man hier vielleicht irgendwas abstauben? Oh! Das habe ich noch nie gefunden, Alter. Leider geil. Dann bin ich ja mal gut, oder? Auch wenn ich eben fast gestorben wäre. Halt die Fresse! Und auch du, Fresse halten.
Aha! Schlampe! Irgendeiner wird bestimmt noch kommen, oder? Alter! Da wollte die Glasscheibe vor mir kaputt machen, aber das kannst du vergessen, Junge. Das ist mein Part. So, damit hätten wir den auch aufs Maul gehauen und noch ein Medipack. Hoppala. Warum schlägt er einfach eigentlich immer mit rechts zu? Oh. Digga, ey, schreckt mich. Ah, guck mal, hier war es ein Drecksack. Jetzt wird er von hinten zu kommen. War da das? Ich. Ne, einer ist da noch. Slow Motion, Bitch. In your fat ass, Bitch. Okay, es war ja eigentlich schon an deinen Schädel, aber ist egal. Das macht so Spaß, das Spiel, Freunde. Wenn man hier alles schön zerdeppern kann und so, voll geil. Ich brauche eine Cola jetzt. Na, was los? Naja. Das Sprite geht auch nicht. Alter. Eine Limonade. War das alles? War das alles, Freunde? Scheint so. Cool, wir haben es geschafft. Nochmal hier umgucken. Kann ja sein, dass hier wieder irgendwas rumfliegt. Nee, aber genau gucken bringt's ja manchmal, ne? Aber nicht in dem Falle. Muss ja auch mal sein, dass hier ein Nachteil entsteht. Ja, ich... Nee, was denn? Oh. Der kommt... Alter! Das war mal wieder... Ah, Movement, Bitch! Wobei man auch hier rein kann, glaube ich. Oder noch nicht, keine Ahnung. Ich nehme mal kurz ein Medipack, dass wir auch immer schön voll sind, ne? Fulle, fulle, full. Ah, hier muss man lang. Tür auf. Boah, Alter, wie man sich hier ausrüsten kann. Bäm, Schlampen, bäm. Ich fühle mich OP. Ich bin OP. Oder? Oder bin ich? Bin ich nicht? Hilfe. Mal ein bisschen Parkour machen hier. Zack, zack, zack. Hallo? Telefon? Ah. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, hier Chat von der Buchhaltung. Niemand weiß, was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört. Wisst ihr Jungs da drüben was? Ende der Nachricht. Nee, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, Kollege. Hast du was mitgekriegt, hä? Komm, sprich. Jetzt hab ich durch den Arsch gebankt. Oh, okay. Es wird eklig und es bleibt eklig, Freunde. So. Das weiß ich auch noch ungefähr. Aber nur ungefähr. Da müsste gleich jemand kommen. Wortwitz. Komm, komm, komm. Voilà. Yeah, Schlampen. So geht's. Habt ihr gesehen, Freunde, wie ich die vernichtet habe, einfach nur. Haha, ein bisschen Zielschießen, Mohun. Kommt hier noch irgendwas? Checkpoint wird gespeichert. Das ist gut. Hier ist noch einer dieser 10.000 Medipacks. Wir haben 5 Stück, Alter. Schon ein bisschen übertrieben, oder? Ich sorge hier mal immer für frische Luft, das ist wichtig. Das habe ich da gerade aufgehoben. So. Was? Dictionary. Alles klar. Hab vergessen, was das heißt. Dictionary. Muss schon mal überlegen jetzt. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was? Schlampe. Also wenn sie die Waffe fallen lassen, ist das immer ein gutes Zeichen. Wieso leben da noch 3 Stück? Wo ist der andere Penner? Hallo? Von wo kommt denn der jetzt? Der müsste doch eigentlich von da kommen, oder? Da ist er. So, Junge. Schulter kaputt. Jetzt hast du Nackenschmerzen, so wie sich das gehört. Kannst du zum Arzt gehen, Arschloch. Was gibt's hier zu holen? Ein Tisch! Yeah! Und ein Eimer. Leider geil. Damit können wir Lava sammeln. So wie bei Minecraft. Wäre doch mal eine witzige Idee. Minecraft. So, mein. Ach so. Gegen die müsste ich noch kämpfen. Ja, das hat sich ja jetzt erledigt, ne? Die habe ich elegant von oben weggefickt.
Hallo? Oh, hoppala. Das passiert in den besten Familien, ne, Freunde? Das ist doch normal. Ich will hier raus und nicht irgendwo aus dem Ding kriechen. Ihre verbesserten Reflexe verleihen Ihnen einen Vorteil gegen... Aha. Haben Sie mich gesehen? Das ist geplant gewesen. Bah! Du Hure! Schmeißt einfach eine Granate, bitteschön. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Ja, das war wieder. Ups, Mitteilung. Scheißendreck. Granatenwerfen macht ja auch voll Spaß, auch wenn es überhaupt nicht kann. Aber jetzt komme ich durch den Rauch wie Rocky Balboa. Bäm, Schlampe. 100 Pro, der eine kommt eh von hinten. Stirb, du dummes Arschloch, Alter. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber das hat ihm auch nichts gebracht, ne? So ist das, wenn man sich mit M3D anlegt. Irgendwann geht man unter. Ich sehe dich doch, Junge. Da, hier, friss Scheiße, Alter. Gut. Müsste fertig sein, oder fehlt dir noch irgendwas? Schön Auto, oder was? Was hörst du denn da? Das klingt ja irgendwie, als ob es noch irgendwo Stress geben wird gleich. Waren das alle, oder kommt da noch was? Von wo ist das Auto, Mann? Ja, okay, da ist eine Straße in der Nähe. Vielleicht liegt es da dran. Guck mal, hier ist die Tür offen. Aber ich kann da nicht rein. Och, Manno. Vielleicht mit Umwege? Nö. Shit. Ja, ist halt so geplant. Geht halt nicht, ne? Aber das Spiel wird schon wieder gespeichert. Hoppala. So, mal kurz mal, ne? Sich perfekt anschleichen, versteht sich? Alter. Welche Fresse waren das? Paxton Vettel, ich hätte fast auf dich geschossen. Nee, ist doch gar nicht Paxton Vettel. Ist das nicht Dings? Wie heißt der? Jankowski? Aber Jankowski, mein Freund, wo ist denn los hier, hä? Alles klar bei dir. Das ist Jankowski. Du Jankowski, du. Ich will eigentlich mal hier lang. Weil ich mir schon gerade fragen, wie lange diese scheiß Zeitlupe hier anhält. Ja, Jankowski, hier bin ich doch. Alter, ist das sein Blut? Wenn ja, das wäre ein bisschen erbärmlich, oder? Wo geht's hier lang? Heute gebe ich mir aber, hä, Freunde. Ich finde einen Scheiß nach dem anderen. Leider geil. Es hat also echt Vorteile, dass ich mich umgucke. Oh. Das ist immer ein eindeutiges Zeichen von Alma. Raka Maka Fo. Pre Obio. Kappa Freestyler. Okay. Ich denke mal, wir müssen hoch. Das würde es zumindest erklären. Leichter machen. Yeah, Schlampe. Und, ist hier was? Ist hier was? Nein. Was? Alma, nein! Alma, Hilfe! Alter, was haben wir dir getan, verdammt? Heb ab, Mädchen! Das war mein Überlebensmove übrigens. Ah, Situation. Der Spionagesatellit Hannibal 3 ist wieder online. Ein Vierkampf-Einsatzagent wurde lebend gefunden. Also wir. Der verbliebene Einsatzagent wird noch vermisst, aber seine Vitalwerte sind stabil. Das ist dieser Dings, Jankowski. Paxton Vettels Ortungssignal wurde in dem Gebiet entdeckt. SSEGD-Verstärkung ist auf dem Weg, um bei der Primärmission zu helfen. Tja, die sind ja auch umgefallen, wie die fliegen, ne? Mission. Der verbliebene Vierkampf-Einsatzagent wird versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Die technische Offizierin von Vier und diese SSEG-Eskorte suchen weiter nach dem vermissten Vier-Einsatzagenten. Machen wir doch glatt.